Kloneinheiten haben einen freien Willen, auch wenn sie Befehle befolgen. Wenn sie nicht für sich selbst denken könnten, wären wir mit Droiden besser bedient. Und sie sind auch viel billiger. Sie müssen in der Lage sein, auf Situationen zu reagieren, die wir uns nicht vorstellen können. Wird sie das auf eine Art und Weise verändern, die wir uns nicht vorstellen können? Vielleicht. Aber sie müssen mental dafür gerüstet sein, Kriege zu gewinnen. Und jetzt halt diese Männer auf. Sie haben eine Arbeit zu erledigen. Jedi Meister Erlegan Tsay, Offizier des Geheimdienstes. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Commando hier auf Kashyyyk. Und es geht sogleich weiter ins nächste Level. An der Front. Ja, und das sind wir wohl schon. Das ist die Brücke von Kachiro. Sie verbindet den unteren Teil der Stadt mit der Zitadelle. Ach, und noch etwas. Die Brücke selbst ist in der Mitte durch einen kleinen Brückenbogen verbunden, der die beiden Hälften verbindet. Die Vorhut der Separatisten hat diese Seite der Brücke bereits erreicht und versucht, der eigentlichen Invasionsarmee den Weg zu ebnen. Dann platzieren sie an diesem Punkt, an dem die beiden Teile der Brücke zusammengehalten werden, eine Sprengladung. Sie müssen diese Brücke zerstören, damit die Separatisten aufgehalten werden. Viel Glück, Delta. So, ihr habt es gehört, Männer. Vielleicht kriege ich dort diese Patronengurte, die ich schon immer wollte. Ab in die Markthalle. Hier, Deckung nehmen. Aufpassen. Grenadiere auf der oberen Ebene. Hier jemand hin. Hier sind diese Grenadiere unter Beschuss. Da kommen wieder die alten guten Ärzte. Ich muss mir hier wieder in die Steuerung reinfinden. Schon lange keine Aufnahme mehr gemacht. Gebiet gesichert. Ja, ging aber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier haben wir noch eine Wookie-Armbrust. Hallo. Haben wir denn schon eine? Tatsache. Na gut, egal. Was hat es hier sonst noch? 6-2 gegen Manöver abbrechen, heilen. Wie viele habe ich erwischt? Ich konnte sie nicht zählen. Ich dachte, sie würden nie fragen, Sir. Naja, ist ja auch egal, wie viel das waren. Na, wir sind hier wohl in einer Halle. Der Wookie ist eine Markthalle. Mit vielen toten Wookies hier, leider. Draußen ist ein Unwetter ungeahnten Vorstellungskraft, nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Manöver abbrechen, Delta. Können wir hier abrücken aus dieser Markthalle? Ah, was sehe ich denn hier Schönes? Trando-Söldner! Delta wieder, Trando-Schaner sind in das Gebiet eingedrungen. Ja, hui. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Wie es der so schön perfekt sagt, er ist nie darauf gekommen, dass sie Trandos rumgurken. Schon weg hier. Dann stutzen wir mal die Bäume. Ach hier. Bäume stutzen. Runter, komm schon, schieß. Das muss in sich zusammenbrechen, jawohl. Und schon kommen die Trandos nicht mehr durch. 07 geht in Deckung. Haha. Ihr habt wohl gedacht, ihr könntet uns mit uns anlegen. Okay, wegrasieren, wegrasieren, wegrasieren. Oh shit! Ziel eliminieren. Ja. Dieses Monster ist wie hier. Ich geh mal in Deckung. Angriffsformation einnehmen. Roger. Für was habe ich eigentlich diesen Raketenwerfer hier? Gute Nacht! Wirklich ein sauberer Arbeit, Delta. Die Markthalle ist sicher. Rücken Sie jetzt zur Verladerampe vor. Okay. Ihr kommt mit. Ich sammle hier noch was auf. Ebenfalls diese Wookie-Armbrust hier. Kann man immer brauchen. Dann, ihr zwei, heilt euch mal. Bin unterwegs. Ich bin ebenfalls leicht angeschlagen. So. Funktioniert doch schon mal. Sag, darf er abreichen. Tut das gut. Genial, gut. Dann schauen wir uns noch ein wenig oben. Bevor wir weitergehen, wobei ich sehe hier eigentlich nichts mehr. Außer Wookie-Händler-Huden. Dann nehmen wir doch lieber diese Knarre hier, die doch ordentlich reinhaut bei den Trandos. 07 geht in Deckung. Auch. Okay, Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Und öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ich fange jetzt an. Los geht's. Platziere Sprengsatz. Alles gesichert. Das müsste Sie aufwecken. Trando ist neutralisiert. Gute Arbeit, Trando. Weg, 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 weg. Na, hier kommen noch diese mistigen
Typen mit Messern, ja, aber die haben eh keine Chance gegen uns. Wir machen das Fenster mit einem Ausblick auf die Stadt Kachiro. Sehr schön. Niemand von uns ist verletzt, das ging rassig. So wie ich es einem vom Delta-Team gewohnt bin. Hier Tür auf. Und hier geht's schon ins nächste Level, das kann ja nicht sein. So. Hier fliegen die Level weg, der Fede-Handschuh. Wer nicht weiß, was ein Fede-Handschuh war. Da ist irgendwas. Bin in Position, Boss. Das sind dieser Modus auf Nachtsicht schalten, Delta. Volle Spektralverstärkung. Die rechnen sicher nicht damit, dass wir im Dunkeln sehen können. Genau, das rechnen sie sicher nicht mit. Aber eben diese Fede-Handschuhe waren ja die Handschuhe, mit denen man im Mittelalter jemanden zum Duell herausgefordert hat. Nehmen Sie den Sequenzer mit. Ich entschärfe so. Die Falle. Keine Störungen, okay? Jetzt müssen wir hier aber aufpassen mit diesen Minen. Aber sie haben schon recht, meine guten Teamkameraden hier. Die rechnen nicht damit, dass wir im Dunkeln sehen können, und das ist auch gut so. Aber Minen können sie erwarten. Die sehen zumindest im Dunkeln. Ich vermute zumindest. Verdammt, eine Mine! Hier ran. Sequenzer entschärfen. Wünscht mir Glück. Formieren. Der Rest formiert sich hier. Und was habe ich gesagt? Na gut, nein, Trando. Kein Druide, aber gut, hier noch entschärfen. Abstand halten, sicher ist sicher. Ja, hallo. Geschafft. Guter Schuss, Sir. Ja, das wäre jetzt ein bisschen unnötig, aber bevor die aus lauter Dummheit hier reintappen, Mine ausschalten. Gut. Hier die gute alte DCR-Vorkram. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Die Trandoshaner sind früher als erwartet angekommen. Sie konnten sich in Ruhe schützen. Aufpassen, Deltas. Locken wir sie in ihr schönes Feuer. Oh. Von hier haben wir freies Schussfeld. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, nein. Die Brücke. Sie brauchen eine Schwachstelle, um durchzubrechen. Sprengsatz vorbereiten. Genau wie der Simulator. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Weg. Das hat gesessen, 3-8. Vorsicht! Ja. Ich gehe mich mal kurz heilen. Das ist hier vonnöten. Weil diese Brücke könnte nicht einfach werden, auch wenn es die leichteste Brücke von allen ist, glaube ich hier. Respektive ein Teil der Brücke. Deckung und zurück. Vorwärts, Delta Team. Könnte ich den ganzen Tag machen. Der Rest hier vorwärts. Aufpassen mit diesen nächsten. Also, hallo? Was geht denn hier ab? Echse. Oh, was? Sauberer Abschuss, Delta Leader. Positionieren Sie sich hier, Delta. Hier jemand dran. Bin ich in die Schusslinie, Kameraden. Geh in Position. Waffe bereit. Allseits bereit, Sir. Ich hab ziemlich was abgesehen. Boom! Und dann steigen wir mal selbst in den 20 Schütz rein. Und dann, gute Nacht, Randos! Naja, hier gibt's nicht sonderlich viel zu erschießen. Ah doch, da kommt noch was. Aber da kümmert sich unser Team schon drum. Also von dem her. Ja. Kann man noch ewig so weit treiben. Position halten! Roger! Halte diese Position im Kurz. Sonst ist hier nicht wirklich was los. Wir brechen auf. Sich hier mal kurz heilen. Heilen Sie sich, Delta. Jawohl, Sir. Ja, aber bevor hier noch mehr Trunks kommen, warte ich hier im Geschütz. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt allerdings noch stärkere Geschütze. Kommando geheilt. Wieder mal. Gibt's ja nicht. Etwas Munition wäre nicht schlecht, aber man kann sich hier ja nicht unbedingt so stark beschweren. Wir werden sonst ja immer zugespammt. Formieren. Bin in Position, Sir. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Und weiter geht's. Aufwärmen, ach, hier sind die Sklavenhändler. Paraboom, hier ran. Positionieren Sie sich hier, Delta. Bin unterwegs. Oh, nee. Angriffsformation einnehmen. Roger, alles klar, Sir. Immer diese guter Schuss, Team mistigen, wieder. Starken Trando. Was ist? Ich muss nachladen. Ich hau den nach.
Hier, viel Spaß damit. Ladehampe gesichert. Rücken Sie zum mittleren Hafen vor und stoppen Sie den Vormarsch der Separatisten. Vorwärtskommandos. Und nachladen. Formieren. Geh in Position. Kommt zusammen. Und dann lade ich mal kurz nach. Hier diese schönen Fenster, respektive eigentlich Löcher in der Wand, weil hier hat es kein Glas. Aus welchem Grund auch immer. Na, zum Glück pisst sie rein. Formation einnehmen. Roger. Gut. Und schauen wir mal, was auf uns noch warten wird. Und schon wieder ein neues Level, das glaubt man ja nicht. Dann geht's halt weiter. Umweg. Na toll, wir dürfen einen Umweg machen. Wenn die Separatisten vor Ihnen den Brückenbogen erreichen, ist die Stadt verloren. Na gut, dann müssen wir uns wohl drüben beeilen. Ja, toll. Umgebungsmine! Erledigen Sie das! Und auf diese Mine. Der Rest passiert bitte auf. Fast geschafft! Hier sind unheimliche Fenster, respektive unheimlich groß. Im Sinne von, hier könnte was reinkommen, zumindest vermutlich. Sklavenhändler, Delta! Tempo, Delta! Wir müssen den Bereich halten, sonst hat die Infanterie keine Chance! Ja, wir sind ja schon dabei. Nicht übel, Boss. Gut. Dann schauen wir mal, was hier sonst noch rumgammelt. Hier tote Wookies und so. Da oben eine Brücke. Da müssen wir wohl oder durch. Aber wir brauchen zuerst diese Muni. Darum lade ich hier nach. Und 6-2 ist ja schon mitten im Gefecht und schon angeschlagen, leider. Die nehmen schon die ganzen Echsen auseinander. Hier jemand die Charge zur Position nehmen. Die haben keine Chance gegen mich. Und ihr räumt hier mal endlich gefälligst auf. Was geht denn hier ab? Weg, 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 weg. Und hier noch ein Trando. Dort noch ein Trando. Formieren. Die Position halten. Schalten Sie sich von dort aus, Delta. Scharfschütze ran. 6-2 hier ran. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Ja, Sir. Funktioniert doch. Tut das gut. Kannst du nichts aufnehmen? Na gut. Der gute Seth übernimmt hier schon die Trandos. Und naja. Hier kann man wohl nichts groß machen. Na gut, auf jeden Fall, die Zeit ist schon wieder reich. Das war Let's Play Star Wars Republic Commando mit eurem Captain. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. We'll be right back.